liebe Kinder, ich bin's, euer Bobby. Oh, ich habe gerade ein Päckchen bekommen von der Post, das haben die mir gebracht. Bin schon ganz gespannt, was da drin ist. Das ist vom Kostümverleih. Weil wir im Kinderhaus wollen jetzt Fasching bald feiern. Und dann brauche ich auch ein Kostüm. Deswegen habe ich mir was richtig Tolles ausgesucht. Und das will ich jetzt mal auspacken. So, dann wollen wir mal schnell das Paket öffnen. Ich bin schon ganz gespannt, ob alles drin ist, was ich bestellt habe. Ganz schön schwierig aufzumachen. Oh, das sieht toll aus. Oh, ist das wirklich alles da, was ich bestellt habe? Aber liebe Kinder, euch zeige ich das noch nicht. Nein, nein, das seht ihr erst, wenn es losgeht mit dem Faschingsfest. Und das Faschingsfest im Kinderhaus, das ist ja schon morgen. Oh Mann, wie doll ich mich schon freue. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Herein! Warum? Ich habe ein bisschen Angst. Wovor denn? Ich habe gerade einen Piraten gesehen. Ach, das sind doch unsere Kinder. Aber wieso sehen die so komisch aus? Die sind doch alle verkleidet. Soll ich mal gucken? Ja, mach mal. Okay. Du, Hansen? Ja, Frieda? Marie traut sich nicht in die Gruppe. Oh, das ist aber schade. Da müssen wir ja mal überlegen, was wir da machen können. Die hat Angst vor den Kindern. Aber die feiern doch hier nur Fasching. Aber ich hätte eine Idee. Guck mal, ich habe hier in der Hand noch so eine Nase. Die könnte ich hier anbieten. Ja, das ist eine tolle Idee. Ich ruf sie mal. Vielleicht kommt sie dann ja. Ja. Marie, komm doch mal zu mir. Ich trau mich nicht so richtig. Frieda? Ja? Bist du schon drin? Ja. Ist es schön? Ja. Na komm. Kann ich mich trauen? Wir warten schon auf dich. Okay. Alles bunt geschmückt. Ja. Und die sind trotzdem lieb, auch wenn sie Piraten sind? Ja. Okay. Bestimmt. Ich versuch mal. Gut, dass du da bist, Frieda. Schön, dass du da bist, dass du dich getraut hast. Ja, ein bisschen habe ich mich getraut. Hallo Marie. Hallo Hansen. Das ist toll, dass du reingekommen bist. Ja, ich habe mich doch getraut. Ja, und weißt du was, ich habe eine tolle Idee für dich. Ja? Du magst dich ja nicht so viel verkleiden. Nee. Aber ich habe hier noch, guck mal, eine rote Nase über. Oh. Und die würde ich dir jetzt einfach schenken. Oh. Guck mal, die kannst du dir mal anstecken. Ja, warte. Und dann bist du auch verkleidet. Warte mal. Also ich muss ja erst mal gucken, wie. So. Cool, sieht gut aus. Okay. Jetzt bist du auch ein Clown. Ja, super. Jetzt bin ich auch viel lustiger auf einmal. Und guck mich mal an. Hast du Angst vor mir? Nee, Hansen, dich kenne ich doch. Genau. Und Frieda auch, meine Freundin. Und die anderen kennst du auch alle. Ja. Also der Pirat ist mir nicht so geheuer. Oh, das ist eine liebe Piratin. Ja? Ja. Okay. Dann lasst uns mal feiern. Okay, ja! Lasst uns mal tanzen. Ja. Und heute interviewe ich mal Kinder beim Faschingsfest. Ich habe gehört, die feiern. Ich muss mich erstmal umgucken, wo die so sind. Moment, ich guck mal da. Nee. Ah, da ist eins. Hallo. Hallo. Was bist du denn heute? Ich bin ein Zirkusdirektor. Und was machst du als Zirkusdirektor? Ich sag allen Hallo. Ah, das ist toll. Und mach Stimmung. Ups, ich bin abgerutscht. Ja, und hast du noch mehr Kinder hier gesehen? Ja,
ganz viele Piraten und Clowns. Noch was? Mädchen? Prinzessinnen. Ah, cool. Dann will ich mal gucken, ob ich die auch noch finde. Tschüss, Zirkusdirektor. Tschüss. So, da muss ich doch mal gucken, wen ich hier noch so sehe. Ah, da sehe ich ja jemanden. Wie heißt du? Ich bin die Lotta. Ach, du bist ein Mädchen? Ja. Hätte ich nicht gedacht. Doch. Du bist doch ein Pirat. Ja, und Mädchen können auch Piraten sein. Ach so. Hm. Und was hast du in deiner Hand? Das ist ein Säbel. Was machst du damit? Säbeln. Ach, du segelst. Ah ja, das ist gut. Vielen Dank. Da muss ich ja mal gucken, wen ich noch treffe. Okay. Und da sehe ich ja noch jemanden. Du bist ja klein. Wer bist du denn? Ich bin noch die Traudel. Traudel? Ja. Und was bist du heute? Ich bin eine wunderbare Tänzerin. Eine wunderbare Tänzerin, oh. Das sieht man doch, oder? Kannst du mir was vortanzen? Ja. Mach mal. Jetzt traue ich mich aber nicht mehr. Oh, das war schon ganz nett. Vielen Dank, Traudel. Okay. Tschüss. Tschüss. Ja. Ah, wen haben wir denn hier? Wer bist du? Ich bin Frieda. Frieda, du siehst ja heute bunt aus. Was bist du denn? Ich bin ein Clown. Machst du immer Quatsch? Ja. Das finde ich gut. Und machst du heute auch noch irgendwas Besonderes? Bestimmt. Na, dann lassen wir uns überraschen. Mal gucken, wen kann ich denn noch sehen? Ach, so ein kleines rosa Mädchen hatte ich doch eben schon. Du bist doch Traudel, oder? Nee, ich bin Mäxchen. Was? Mäxchen? Ja. Sehe ich das richtig, dass du ein Junge bist? Ja. Aber du bist, so wie du aussiehst, eher ein Mädchen, oder? Nein. Prinzessin? Genau. Ist ja ganz neu heute für mich hier. Du bist also Prinzessin? Ja. Und hast du keine Angst, dass die anderen dich auslachen? Nein, warum denn? Naja, stimmt. An Fasching kann ja jeder machen, was er will. Genau. Na, dann wünsche ich dir viel Spaß. Danke. Na, wen habe ich denn da jetzt noch nicht gefragt? Ah, da sehe ich ja jemanden. Hallo. Moin. Wer bist du? Ich bin der coole Bobby. Ah, und als was hast du dich verkleidet? Ich bin einfach nur cool. Ah, stimmt, da hast du recht. Kannst du mal einen coolen Move machen? Yeah. Sehr gut. Viel Spaß beim Feiern. Danke. So, und jetzt habe ich hier noch ein letztes Kind, das ich nachfragen will. Ich glaube, du bist ein Mädchen, ne? Wie heißt du? Also, ich bin ein Mädchen und ich heiße Marie. Und als was hast du dich verkleidet? Also, eigentlich wollte ich mich gar nicht verkleiden, weil ich mag das eigentlich nicht. Aber du siehst doch, dass ich da was auf der Nase habe, oder? Ja, stimmt. Eine rote Nase. Ja, ein Clown. Ah, das hätte ich mir fast gedacht. Ein Clown. Kannst du dann Witze machen? Bisschen manchmal. Machst du heute noch Witze? Wenn ich mich traue. Na gut, dann wollen wir mal schauen, was uns die Feier heute noch bringt. Ich wünsche euch allen viel Spaß. Danke. Der mache im Kreis einen Tief.
Heute die kleinen und die großen Leute. Wer alles da ist, verrate ich nicht. Ihr hört es gleich in dem Gedicht. Ich hab einen tollen Hut. Als Zirkusdirektor mach ich Mut, dass jeder hier was Tolles kann. Ob Mädchen oder kleiner Mann. Da, 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 da. Als erstes kommt ein Kind hier an mit einer roten Nase dran. Das ist natürlich Frieda, das war vorher noch nie da. Dä, 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 dä. Und Lotta kommt heute als Pirat, mit Augenklappe, ohne Bart. Denn auch Mädchen mögen Piraten sein, mit Hakenhand und hölzern Bein. Dä, 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 dä. Schmackes hakt noch Muffi unter. Zusammen feiern sie putzmunter und unterstützen Lotta in der Tat als Mini-Monsterchen-Pirat. Da, 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 da. Marie mag nicht so gern verkleiden. Sie mag sich so nicht gerne leiden. Drum schenkt Herr Hansen ihr was Kleines. Eine rote Nase, so was Feines. Da, 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 da. Mäxchen ist heute Königstochter. Ein Kleid anziehen, ja, das mocht er. Ich hoffe, ihr lacht nicht über ihn, sonst müsst ihr wohl nach Hause ziehen. Da, 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 da. Die Traudel traut sich heute mal und geht zum Tanzen auf den Ball. Sie hat sich so schön angezogen und kommt sich drehend angeflogen. Da, 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 da. Herr Sonntag hat ein Mikro mit, verfolgt die Leute auf Schritt und Tritt, zu fragen, was sie heute sind. Dabei erkennt das jedes Kind. Da, 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 da. Bobby war Begrüßer heute und grüßte all die bunten Leute, die hier alle zur Party gehen. Das konntet ihr im Film ansehen. Zu, dä, 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 dä. Zu guter Letzt ist noch zu sehen Herr Hansenholt als Kapitän. So springt er gern mit seiner Mütze und Stiefeln in die Regenpfütze. Dä, 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 dä. So, liebe Kinder, ich glaube, unsere Faschingsparty ist jetzt schon zu Ende. Aber es war eine so tolle Party. Wir hatten so viel Spaß wie noch lange nicht mehr. Und egal, ob man jetzt verkleidet war oder nicht verkleidet, ob Jungs oder Mädchen. Und so kann ich doch sagen, alle sind gleich. Und doch so anders.